Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, kam jetzt ja schon wieder etwas länger nichts von mir und es steht auch wirklich immer sehr, sehr häufig unter meinen Videos: Jan, wann kommt ein neues Video? Jan, machst du überhaupt noch YouTube? Möchte ich jetzt ganz kurz vorweg einmal vielleicht beantworten. Es kommen, wie gesagt, habe ich ja auch schon in einem anderen Video gesagt, es werden auf jeden Fall weiter Videos kommen, aber ich möchte ganz ehrlich mit euch sein, die Abstände zwischen den Videos werden sich wahrscheinlich weiter so verhalten, wie sie momentan sind. Also immer so zwischen 2 bis 4 Wochen, da ich momentan zeitlich wirklich einfach so eingeplant bin, dass das nicht mehr werden kann. Also es ist momentan einfach irgendwie nicht möglich, mehr zu drehen. Aber nichtsdestotrotz werden auf jeden Fall weiter Videos kommen, auch wenn es vielleicht in etwas größeren Abständen, so wie es in der letzten Zeit auf meinem Kanal beobachten konntet. Ja, das nur kurz vorweg. Heute gibt es ein Video über Drosophila und keine Angst, es wird jetzt nicht eine von tausenden weiteren Anleitungen, wie ich Drosophila züchte. Davon gibt es wirklich total viele im Internet schon. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Heute soll es nämlich darum gehen, warum ich persönlich Drosophila für meine Ameisen verwende und warum ihr das auch gerne ausprobieren könnt und eigentlich auch mal machen solltet. Denn ihr habt eigentlich nichts zu verlieren. Erstmal nochmal kurz vorweg, wenn ihr jetzt doch diese züchten wollt und es tatsächlich noch nicht wisst, wie es geht, dann klickt einmal kurz in den Link in der Beschreibung. Das ist ein guter Kumpel von mir, der hat darüber auch ein Video gemacht. Also guckt da gerne mal vorbei, wenn ihr das nachmachen wollt. Das Rezept verwende ich auch. Und ja, lasst ihm vielleicht einen kleinen Kommentar da und grüßt ihn, dass ihr von mir kommt. Genau, wie gesagt, das gleiche Rezept verwende ich. Ich kann es ja noch kurz mal sagen für diesen Brei da unten. Da ist einfach nur Haferflocken vermixt mit Essig, also Apfelessig und etwas Trockenhefe. Das war's. Es sind 3 Zutaten. Und guckt euch das an. Das, was ihr seht, das sind alles Larven. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie. Diese Zucht ist mir irgendwie komplett explodiert. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem ersten Punkt, warum ich euch Drosophilas ans Herz legen möchte. Diese Zuchten sind super ergiebig, super kostengünstig und richtig platzsparend. Und dazu kommt noch, dass sie relativ geruchsarm sind. Am Anfang stinkt es zwar etwas nach Essig, aber das verfliegt schnell nach einiger Zeit. Also ihr könnt das hier sehen, das sind jetzt vielleicht, hier könnt ihr vielleicht nochmal an der Decke hier so ein bisschen sehen. So, da kleben jetzt ein paar Drosophilas. Sind vielleicht in diesem Behälter 100 Stück oder so. Und ey, wie viele Larven sind das denn? Ich kann es wirklich nicht sagen. 5000 oder so? Ich weiß auch nicht, wohin mit dieser Zucht. Ich werde das wohl einfrieren, wenn die Fliegen geschlüpft sind. Und dann wird das an meine Ameisen verfüttert. Ja, also wie gesagt, wirklich super, super platzsparend, super kostengünstig. Ich meine, aus Hefe, Backpulver und Apfelessig und hier so einer kleinen Dose mit vielleicht hier noch so einem Netz, damit sie nicht ausbüchsen. Also, da kriegt ihr wirklich richtig, richtig was raus. Und das ist sozusagen der erste Punkt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar sind diese Fruchtfliegen, dadurch, dass sie nicht allzu groß sind, super portioniert schon für eure Ameisen. Einmal könnt ihr diese Fruchtfliegen sehr, sehr schön einfrieren und dann einfach nach und nach in eure Ameisenbecken reingeben. Und dann könnt ihr die wirklich Stück für Stück abtransportieren. Aber ihr könnt sie natürlich auch lebend reinpacken. Ich verwende jetzt hier, oder ich züchte jetzt diese Drosophila Hydae. Das sind die etwas größeren und gleichzeitig auch flugunfähigen Fruchtfliegen. Das heißt, die können euch nicht wegfliegen aus dem Formikarium. Und dadurch eignen sie sich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr gut dafür, dass sie eure Ameisen mit diesen Fruchtfliegen lebend füttern können. Also die jagen denen dann hinterher. Natürlich, einige Ameisen machen das jetzt nicht so gerne, zum Beispiel Faidole, die gehen dann eher mit 50 Arbeiterinnen auf eine Schokoschabe rauf. Aber wenn ihr zum Beispiel Punerin habt oder auch einige Camponotos, die lagen gerne allein. Und dann ist es sehr schön zu beobachten, wie sie diesen Fruchtfliegen hinterherjagen. Ja, also wie gesagt, dann nochmal die Größe. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass sie auch recht gesund sind. Also sie sind auf jeden Fall fettarmer als Schokoschaben und Mehlwürmer.
Das ist jetzt zwar auch kein so relevanter Punkt, deswegen nenne ich ihn auch zuletzt, da Ameisen bis auf die Geschlechtstiere, aber ich denke, die müssen wir jetzt nicht beachten, nicht wirklich Fett einlagern können. Deswegen ist es halt auch nicht so schlimm, Mehl, wenn wir nur zu füttern. So, jetzt hat es einmal kurz geklingelt. Sorry. So war ich, genau. Genau, bei der Gesundheit. Also die sind, wie gesagt, etwas fettarmer als zum Beispiel Schokoschaben und Mehlwürmer. Deswegen sind sie auch noch ganz gut geeignet. Und ja, das waren eigentlich so diese Punkte, warum ich Fruchtfliegen sehr, sehr gerne für Ameisen verwende. Natürlich für Mantinen oder so sind sie auch super geeignet. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr es nachmachen wollt. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, guckt gerne vorbei. Und ja, verfolgt auf jeden Fall meine weiteren Videos. Die Ponerine wird jetzt auf jeden Fall kommen, wie schon angekündigt. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und ja, damit würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, haut rein. Ciao.